Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social Media Agentur. In dem heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach eigene Sticker für eure Instagram Stories erstellen könnt, um euren Stories einen ganz besonderen Look zu verpassen. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Mittlerweile sieht man auf Instagram immer mehr Blogger und Influencer, die für ihre Instagram Stories eigene Sticker verwenden. Um diese zu erstellen, gibt es viele verschiedene Wege, die mal aufwendiger und mal unkomplizierter sein können. Wir zeigen euch jetzt einen einfachen Weg, mit dem ihr recht schnell eigene Sticker erstellen könnt. Dafür benutzen wir die App PixArt, die ihr euch kostenlos im App Store herunterladen könnt. Ihr braucht hierfür auch nicht die kostenpflichtige Version der App, denn die kostenlose reicht für Instagram Sticker völlig aus. In der App angekommen, drückt ihr auf das Plus, um ein neues Projekt zu erstellen und scrollt bis zu den farbigen Hintergründen herunter. Ihr wählt hier den transparenten Hintergrund aus. Diesen erkennt ihr an dem karierten Muster. Hier könnt ihr Bilder, Texte oder Logos als Sticker erstellen. Es sind euch keine Grenzen gesetzt. Unter dem Bereich Aufkleber findet ihr zum Beispiel zahlreiche fertige Sticker zu ganz unterschiedlichen Themen. In der Suchleiste könnt ihr euer Thema eingeben und die Sticker wählen, die in der kostenlosen Version zur Verfügung stehen. Welche Aufkleber kostenpflichtig sind, erkennt ihr an der Krone. Neben anderen Effekten wie Formen oder Rahmen könnt ihr auch einen Hintergrund für euren Sticker zeichnen. Auch hierbei stehen euch viele verschiedene Stile, die ihr auch ganz individuell abändern könnt, zur Verfügung. Nehmt euch ruhig Zeit, um alles auszuprobieren und einen Überblick zu bekommen. Wir malen als Beispiel einen Kreis und ändern dazu die Farb- und Pinseleinstellungen ab. Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, dann tippt auf Anwenden. Als nächstes erstellen wir einen Text, der auf dem Hintergrund zu sehen sein soll. Geht dazu auf Text, tippt ihn ein und wählt nun die Schriftart aus, indem ihr auf den Pfeil nach oben tippt. Auch bei der Schrift findet ihr ganz individuelle Einstellungsmöglichkeiten wie Schatten, Deckkraft, Abstände und so weiter. Wählt auch hier eine Farbe aus und tippt auf Anwenden, wenn ihr zufrieden seid. Unter dem Bereich Schablone findet ihr weitere verschiedene Hintergründe, die eurem Sticker zum Beispiel einen Körnungseffekt geben. Diese Effekte könnt ihr zum Beispiel abgedunkelt oder aufgehellt überlagern. Wenn ihr mit eurem Sticker fertig seid, dann geht ihr oben auf Weiter und auf Speichern. Das transparente Bild wird dann in eure Galerie auf eurem Smartphone abgespeichert und ist nun für eure Instagram Story anwendbar. Wenn ihr nun eine Story erstellt, geht ihr vor dem Posten auf den Sticker-Icon und auf die Bildoption. Wählt euren Sticker aus und schon habt ihr euren individuellen Story-Sticker. Am besten erstellt ihr für alle eure Sticker einen eigenen Ordner, aus dem ihr sie dann beim Erstellen einer Story ganz schnell auswählen könnt. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen schreibt sie in die Kommentare oder wendet euch direkt an die Experten von eBakery. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.